Herr Sellering hat die Bundeskanzlerin in der Flüchtlingsfrage herbe kritisiert, sage ich jetzt mal. Sanft, sage ich. Ja, Sie würden sanft sagen, ich lese noch mal vor. Sie hat vergangenen Herbst den Eindruck erweckt, als müssten wir unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen und gleichzeitig so getan, als sei jeder, der Bedenken äußerte, entweder rechtsextrem oder ein Dummkopf. Fanden Sie das gut? Entschuldigung, haben Sie das jetzt so vorgelesen, dass es jeder verstehen konnte, oder war das ein bisschen schnell? Also das hätte ich schon gerne, dass Sie das Zitat richtig sagen. Ich hatte das Gefühl, dass das jeder verstanden hat. Soll ich noch mal vorlesen? Ja. Ja? Also ich lese noch mal vor. Frau Merkel hat vergangenen Herbst den Eindruck erweckt, als müssten wir unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen und gleichzeitig so getan, als sei jeder, der Bedenken äußerte, entweder rechtsextrem oder ein Dummkopf. Herr Sellering, bei allem Respekt, Sie werden 67 in diesem Jahr. Wenn Sie wiedergewählt werden, machen Sie denn die ganze Legislaturperiode durch? Selbstverständlich. Also alle volle 5 Jahre, bis Sie 72 sind. Selbstverständlich. Ich bin gefragt worden, ob ich mich nicht mehr um meinen Sohn kümmern will. Das finde ich eigentlich eine sehr unverständliche Frage. Man würde niemanden, der Vater wird, fragen, möchtest du jetzt aufhören zu arbeiten? Warum ich? Also das verstehe ich nicht. Ich möchte sehr gerne weiterarbeiten. Danke, dann haben wir das geklärt.